Super, ich habe mich auch riesig gefreut auf den Sonntag und auf die Predigt. Und ich habe euch gleich was mitgebracht. Kennt mich ja, ich bin immer ein bisschen fürs Bildhafte und Praktische. Ich wollte euch erzählen, dass ich total mag, Lebensgeschichte anzugucken. Und ich mag das so, ich lese gern so Biografien, wo man sieht, wie ein roter Faden sich durchs Leben zieht. Aber ich mag auch ganz arg, Leute zu beobachten und zu sehen, was entwickelt sich im Leben. Ich bin Erzieherin und wenn ich zurückgucke, ich kenne ein paar Kindergartenkinder, die inzwischen selber Kinder haben. Und es ist für mich immer so, wow, was sich aus dem kleinen Kind entwickelt hat, was für einen roten Faden sehe ich vielleicht durch dieses Leben gehe. Genau, und so möchten wir heute auch eine Lebensgeschichte angucken. Und wir starten ein bisschen früher wie letztes Mal. Letztes Mal haben wir vom Josef manches gehört. Jetzt gehen wir mal zu den Urgroßeltern. Einen Moment. Ich habe heute keine Folien, aber ich habe eine Bitte an euch. Und zwar, ich würde gerne den Bibeltext jetzt vorlesen. Ich bitte euch, wenn ihr könnt und wollt, macht doch die Augen zu und schaltet euer Kopfkino an. Versucht euch das vorzustellen, wie das damals wohl war, in dieser Zeit in Israel, als die Geschichte gespielt hat. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu jeder Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abram: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lass dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war zu jener Zeit 86 Jahre alt. Und heute geht es nicht um Abram und nicht um Sarai, heute geht es um die Hagar. Hagar bedeutet Fremde und tatsächlich war sie eine Fremde, denn vermutlich hat der Abram sie gekauft, als er mal durch Ägypten zog und hat sie als Magd für seine Frau mitgenommen, als Sklavin, um seiner Frau zu dienen, zu helfen, für sie da zu sein. Und die Sarai hat über die Hagar bestimmt. Die zwei, die Sarai und der Abram,
die haben tatsächlich einen Plan geschmiedet, der nicht so sonderlich gut war, finde ich, weil sie haben die Hagar missbraucht. Sie haben sie emotional missbraucht und sie haben sie auch sexuell missbraucht. War was, was mich jetzt bei der Vorbereitung ganz schön so innerlich auch in Not gebracht hat, habe ich seither nie so wirklich wahrgenommen gehabt. Und die Hagar, der Plan ging auf, die wurde tatsächlich schwanger. Und ich glaube, in der Hagar ist ganz viel vor sich gegangen, als sie gemerkt hat, ich bin schwanger. Das ist jetzt vielleicht meine Chance. Weil jetzt wird Abraham vielleicht mich nicht nur missbrauchen als zweite Frau. Vielleicht liebt er mich jetzt. Vielleicht begehrt er mich jetzt auch. Vielleicht sieht er mehr in mir jetzt als seither, weil ich bekomme Nachkomme, sein erstes Kind. Und wie das so oft ist, wenn wir solche Dinge in uns haben, solche Gedanken, verändert sich auch unser Verhalten. Und das Verhalten von der Hagar hat sich verändert. Sie hat angefangen, auf ihre Herrin herabzugucken, weil die Sarai war ja schon alt, die kriegt ja keine Kinder mehr. Aber ich bin jetzt die, die dem Abraham einen Nachfolger vielleicht auf die Welt bringt. Und die Sarai hat es gespürt und gemerkt und fand es einfach als Herrin gar nicht toll, weil sie hat die Hagar nicht als andere Frau vom Abraham gesehen. Sie hat sie immer noch als Magd gesehen. Und ich glaube, der Abraham auch. Sie war einfach die Sklavin. Und weil die Sarai das nicht ertragen konnte, dass die Hagar sich da verändert hat, hat sie sie gedemütigt. Sie hat sie unterdrückt. Sie hat sie fertig gemacht. Steht auch eindeutig drin im Text. Und irgendwann hat die Hagar nicht mehr ausgehalten. Was machst du, wenn Situationen in deinem Leben sind, du sagst, ich halte es nicht mehr aus? Kennt ihr auch diesen Satz? Es ist zum Davonlaufen. Also ich kenne das. Manchmal habe ich so Situationen, wo ich denke, oh, einfach nur irgendwie weg von der Situation. Aber wir wissen alle, die Situation ändert sich meistens durch das Weglaufen erstmal nicht. Die Hagar ist tatsächlich weggelaufen. Sie war ja das Eigentum von Abraham und Sarai, aber sie ist weggelaufen in die Wüste. An einen Ort der Einsamkeit, wo es dürr ist und leer und karg und eigentlich kein guter Ort. Aber da, wo sie hingelaufen ist, das war die Richtung alte Heimat, das war Richtung Ägypten. Und es ist ja auch oft so, wenn Not ist, dann zieht es ein an altes Vertrautes zurück. Sie war durstig. Kein Wunder in der Wüste. Wir können es uns gerade bei dem warmen Wetter auch gut vorstellen. Wir sind gerade auch oft durstig. Sie war durstig in dieser Wüste. Und tatsächlich, der Engel des Herrn ruft sie. Und er sagt nicht, hey du da, sondern er ruft sie mit Namen. Hagar. Er sagt, Hagar, du Fremde, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Du bist nämlich Sarais Magd. Und er stellt Fragen. Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich finde immer in schwierigen Situationen im Leben, da braucht man manchmal jemanden von außen, der einem Fragen stellt, weil man selber im Kopf so immer die gleichen Gedanken und Gefühle durchgeht und nicht rauskommt. Manchmal brauche ich eine Freundin oder irgendjemand oder eine Predigt oder irgendwas von außen, wo jemand so eine Frage an mich erträgt, wo ich nochmal was aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Und der Engel, der hat sich wirklich dafür interessiert. Er hat gesagt, woher kommst du und wohin gehst du? Also was ist deine Situation und wo willst du eigentlich hin? Die Hagar hat aber nur die erste Frage beantwortet. Sie hat gejammert. Sie hat gesagt, ich komme von Sarai. Und die war so gemein zu mir. Der Engel hat sie weder bemitleidet, noch sonst irgendwas gemacht. Er hat ihr eine Anweisung gegeben. Er hat gesagt, geh zurück. Deine Zeit dort ist noch nicht zu Ende. Ich habe da noch was vor mit dir. Ich brauche dich dort nicht. Dein Platz ist dort.
Geh zurück in diese schwierige Situation und ordne dich unter. Und der Engel gab noch ein Versprechen, nämlich, dass sie wahnsinnig viele Nachkommen kriegen wird. Also er hat sie mit Namen angesprochen, er hat ihr Fragen gestellt, er hat ihr eine Anweisung gegeben und ein Versprechen. Ich fand es toll, dass er nicht gesagt hat, Mensch, halb so schlimm, hör auf mit dem hormonellen Gehabe hier. Sondern er hat sie ernst genommen. Und als sie das gehört hat, war sie sowas von ermutigt. Sie hat wirklich gemerkt, das ist ein ganz besonderer Ort, ein ganz besonderer Moment in meinem Leben. Gott spricht mit mir. Gott sieht mich. Er ist nicht wie die Sarai, die auf die Hagar herabguckt hat, sondern Gott sieht mich an. Gott nimmt mich ernst in meiner Situation. Gott sieht, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und das hat sie wahnsinnig ermutigt und begeistert. Und so ist sie tatsächlich gehorsam gewesen. Sie ist zurückgegangen zur Sarai, zum Abraham und hat dort weiterhin gedient. Und das Ganze, sie bekam ihren Sohn und Abraham hat ihn tatsächlich Ismael genannt. Fand ich auch bemerkenswert, weil warum soll man auf die Magd hören, dass die sagt Ismael? Aber er hat tatsächlich drauf gehört, er hat ihn wirklich Ismael genannt. Und so geht das Leben weiter. Und die Hoffnung ist in ihr, die Hoffnung, dass ihr Leben besser wird. Aber dann kam der Alltag und die Routine und es ging 13 Jahre so weiter. Irgendwie steht nicht groß was drin, der Abraham ist hin und her gezogen, aber es hat sich nicht wirklich viel getan, so im Familienleben. Und dann, als Abraham 99 Jahre alt ist, schließt Gott einen spektakulären Bund mit ihm. Und wieder geht es um Namen. Gott stellt sich mit Namen vor, als er mit Abraham spricht. Er sagt, ich bin El Shaddai. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann sagt er, und du bist nicht mehr Abraham. Weil Abraham heißt erhabener Vater. Dich nenne ich jetzt Abraham. Vater vieler Völker. Und auch deine Frau soll nicht mehr Sarai heißen. Sarai ist die Prinzessin. Und ich finde, wenn man zurückguckt auf das, wie sie mit der Hagar umgegangen ist, das war so jugendlich prinzessinhaft. Keine Verantwortung übernehmen, so nur mein Bestes, immer nur auf sich geguckt. Und Gott sagt, jetzt verändere ich was. Sarai soll Sarah heißen. Und das ist die, jetzt fällt mir der rote Vater, jetzt habe ich es verloren, die Fürstin, die Herrin. Genau, das war Gottes Plan. Er hat im Umfeld von der Hagar was ganz Großes verändert. Und er hat dem Abraham einen Sohn versprochen, einen eigenen von der Sarah, so wie es eigentlich auch sein Plan war. Und als dieser abgestillt wurde, hat er Abraham ein Fest gefeiert. Ich glaube, das war damals üblich. Also Ismael war 13, 14, der kleine Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah war da und wahrscheinlich die ganzen drumherum. Sie haben ein Fest gefeiert. Und da möchte ich euch nochmal bitten, die Augen zuzumachen. Ich würde einfach gerne nochmal einen Bibeltext lesen, wie es da weitergeht. Sarah bemerkte, wie Ismael, der Sohn von Abraham und der Ägypterin Hagar, sich über Isaak lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham. Jage die Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak mit ihm das Erbe teilen muss. Abraham war damit gar nicht einverstanden, denn schließlich war auch Ismael sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen
deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte Brot und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließen sie den Jungen unter einem Strauch zurück, setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wenn mein Kind stirbt, weinte sie. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Es ist Wahnsinn, was in den Texten drin steckt, und ich habe mich wirklich fokussieren müssen und ganz viel weglassen müssen und versuche euch das jetzt auch nochmal auf den Punkt weiterzugeben, was Gott mir echt aufs Herz gelegt hat für uns als Gemeinde. Die Hagar war wieder in der Wüste. Und das kennen wir auch, dass immer wieder mal Wüstenzeiten, trockenere Zeiten kommen, wo das Leben nicht so toll läuft. Diesmal war sie unverschuldet in der Wüste. Es war nicht ihre Entscheidung. Sie ist fortgeschickt worden. Sie war total verzweifelt und entmutigt. So hat sie sich ihre Zukunft nicht vorgestellt. Aber Gott ist treu. Er spricht sie schon wieder mit Namen an. Er stellt wieder eine Frage und er gibt wieder eine Verheißung. Und wieder versorgt er sie. Letztes Mal mit dem frischen Wasser aus dem Brunnen. Und dieses Mal, er hat sie schon versorgt. Er hat sie nämlich versorgt, losgeschickt. Abraham hat sie gesegnet, indem er sie versorgt hat. Könnt ihr das sehen? Ein Brot und Wasser. Der Abraham, der hat sie gesegnet mit Wasser und mit Brot, mit dem Wichtigsten, was man braucht. Ich habe diese Woche viel an der Wiki erpredigt, letzte Woche denken müssen. Da ging es nämlich auch um Brot und Wein. Und wer sie nicht gehört hat, hört sie euch bitte noch an. Mega spannend. Aber mich hat das Ganze an was erinnert, wie sie da an dem Brunnen ist, die Frau, die Hagar. Mich hat es an Johannes 4 erinnert, an die Frau am Jakobsbrunnen. Und diese Frau, die war auch eine Ausgestoßene, es war auch eine Frau, die von Männern total enttäuscht war. Eine Frau, die zu einer Zeit an Brunnen gehen musste, wo sonst niemand hingeht. Sie hat, glaube ich, kein gutes Leben gehabt, genau wie die Hagar. Und Jesus ist ihr dort begegnet. Und Jesus hat zu ihr dort gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Und erinnert ihr euch noch dran, der Brunnen, an dem die Hagar war, ist der Brunnen des lebendigen Wassers gewesen. Ich glaube, Jesus wollte ihr dort schon damals der Hagar in der Wüste eine Offenbarung geben. Er selber ist ihr begegnet. Er wollte ihren Durst stillen. Und zwar ein Durst, der grundsätzlich in ihr gestillt werden musste. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus begegnet ist, die hat es begriffen. Die hat Jesus ihr Leben gegeben. Aber ich war ziemlich traurig, als ich das Leben von der Hagar, den roten Faden, anguckt habe. Ich glaube ehrlich, die Hagar hat es nicht wirklich begriffen. Die hat zwar verstanden, dass Gott ihr begegnet ist, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht, aber es hat sich nichts verändert in ihrem Leben. Hagar hatte so einen Durst nach Liebe.
aber sie hat die Quelle nicht anzapft in sich, damit Jesus, damit Gott ihr diesen Hunger nach Liebe, nach Annahme, nach Identität stillen konnte. Für sie war es ein ganz besonderes Erlebnis, aber so richtig tief in sich hat sich's glaub nicht wirken lassen. Und dann hat der Abraham hat sie ja mit dem Wasser versorgt und er hat sie mit Brot versorgt. Und ich habe so noch dran gedacht, Jesus sagt ganz in der Nähe von der Geschichte in Johannes 4, sagt er auch, nicht nur ich bin das lebendige Wasser, sondern auch ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der satt macht. Ich bin mit dir. Und meine Wahrheit, die soll dich durchfluten, die soll dich reinigen wie Wasser, die soll dich erfrischen. Und meine Wahrheit, die soll dich aber auch satt machen und stärken für das, was in Zukunft kommt. Abraham hat die Hagar gesegnet und die Hagar hat es nicht gemerkt. Weil ich glaube, die Hagar ist in die Wüste gegangen und die hat eine ganz andere Assoziation gehabt. Die hat nicht gedacht, Wasser und Brot ist Segen für mich. Ich bin versorgt. Abraham lässt mich nicht einfach, schickt mich nicht einfach so fort, sondern er schickt mich unter den Segen seines Gottes fort und gibt mir ganz praktisch Wasser und Brot mit. Ich glaube, Hagar dachte, das ist wie im Gefängnis. Wasser und Brot. Ich habe nur Wasser und Brot und nichts mehr. Und das war was, was mich echt so beschäftigt hat in der Vorbereitung. Dass Gott zu dir sagt, fühlst du dich manchmal so? Siehst du nur das Negative und denkst, ich habe nur. Und siehst du nicht den Segen und die Versorgung? Dann möchte er heute ganz neu dich ansprechen und deinen Blick auf das richten. Dass er der Gott ist, der dich versorgt. Er ist der Gott, der dich sieht, Elroi, ganz bestimmt. Ich würde gern eine Zeit uns noch nehmen für uns miteinander, dass jeder zur Stille und zur Ruhe kommen kann. Es ist deine Zeit, die du jetzt mit Gott hast. Eine Zeit, wo ich mir wünsche, dass Gott oder ein Engel in dein Leben reinspricht, so wie bei der Hagar in der Wüste. Und wo du ehrlich sagen kannst, wo du stehst, wo du gerade bist, wie deine Situation gerade ist. Dann wünsche ich mir, dass du das annimmst, was Gott dir darreicht. Wasser und Brot für dich. Segen für dich. Ich wünsche mir, dass du die Stille nutzt, zu hören und anzunehmen und was zu verändern. Weil ich sehe einen roten Faden oder eine rote Schnur durch Hagars Leben. Hagar kam aus Ägypten. Ägypten ist das Land der Unterdrückung. Und eigentlich war sie es gewöhnt, unterdrückt zu sein. Eigentlich war sie, das war ihre Identität, immer fremd, immer unterdrückt. Hagar hatte eine Chance gehabt. Sie hätte dieses Leben einfach loslassen können. Das war Gottes Idee für sie. Aber sie hat an diesem Alten festgehalten. Ich wünsche mir einfach, dass du jetzt eine innige Zeit hast mit Gott, dass du redest mit ihm, dass du aber auch hörst und lass dich nicht befremden, dass es einfach jetzt richtig ruhig ist. Manchmal tut es gut, wenn es richtig ruhig ist, wenn es still ist. Manchmal kommt Gott dann endlich mal wieder zum Zug, was zu sagen.
ganz Lobpreisteam kommen. Ich würde gerne mal Predigt abschließen mit einem Gedicht, das ich vor ein paar Jahren mal geschrieben habe, das mir jetzt eingefallen ist. Wer nochmal nachlesen möchte, es handelt von Psalm 107 und Sprüche 8, Vers 5. Und ich möchte euch damit hineinnehmen. Wüstenblume. Es ist unerträglich. Dürre und Einsamkeit nehmen Lebenskraft. Nur warten, nur aushalten, bis endlich ein paar Tropfen Wasser deine Wurzeln erreichen. Und schon blühst du in deiner Wüste für kurze Zeit auf. Wieder beginnt die Dürre, alles vertrocknet. Du wartest darauf, endlich wieder aufzublühen. Es ist nicht deine Bestimmung, auf einzelne Wassertropfen zu warten, nur um immer mal wieder kurz zu erblühen. Komm heraus aus deiner Wüste. Bleibe nicht in vertrockneten Wegen. Harre nicht aus in unbarmherziger Öde. Lehne dich an deinen Retter. Und verlass mit ihm diesen Ort des Todes und der Verzweiflung, der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Am Wasser sollst du leben, tief verwurzelt in Sicherheit, in ständigem Wachstum. Lebe ein Leben, das andere sättigt. Amen.